Hey, was geht? Ich bin Cody und heute möchte ich euch wieder einen Server vorstellen, was aber eigentlich damals überhaupt gar kein Server war. Es war eine Single-Welt und zwar für mich persönlich eine ganz besondere Single-Welt. Und zwar ist es das aller erste Mal, dass ich Minecraft überhaupt gespielt habe. Das ist das erste, was ich gebaut habe in Minecraft, und das war noch nicht mal, da hatte ich Minecraft nicht auf meinem Rechner zu Hause, sondern das war bei meinem Kollegen Files Let's Play. Oh mein Gott, dass ich diese gefunden habe, weckt solche Erinnerungsgefühle in mir raus, das ist so heftig. Guckt euch das mal an, was ich da gebaut habe. Es ist nicht viel, aber für mich ist das sind meine Anfänge gewesen und richtig cool einfach, nur richtig cool. Hier habe ich den ganzen Sand wieder abgefarmt, wie man sieht. Das war alles ganz normale Wüste hier. Habe ich alles begradigt. Und das hier gehört hier natürlich auch nicht hin. Das ist Quatsch. Das war damals nicht da. Das hatte ich mal nur gemacht, um das Ganze mit World Edit mal woanders rein zu kopieren, glaube ich. Was allerdings nicht so funktioniert hatte, wie ich das wollte damals. Und hier habe ich eine Mine, wo ich Mine damals falsch geschrieben habe. Richtig cool. Ja, hier habe ich dann immer gefarmt nach Rohstoffen, die ich halt gerade so brauchte. Und hier ist ein kleiner Mini-Zombie. Die gab es damals, glaube ich, gar nicht. Ne, die gab es damals nicht. Das ist, glaube ich, in der Minecraft-Version Beta 1.8.1. Habe ich, glaube ich, angefangen zu spielen. Ich meine, das war da drin alles erstellt. Jetzt wurde es natürlich nochmal generiert auf einem Server in 1.7.2. Und das hier waren meine ersten Tiere, die ich so für mich gefangen hatte. Also das war schon eine harte Arbeit, die hier hinzubekommen. Das weiß ich noch, weil ich die halt echt die ganze Zeit locken musste bis hierhin. Und das sind auch wieder so zwei Säulen, die kommen hier, die passten hier nicht hin. Die sind nur für World Edit gewesen. Die packe ich mal eben weg, damit das Ganze wieder schön aussieht. Das hätte ich zwar vorher machen können, aber ist auch scheißegal. Könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video gesehen habt, wie ihr meine Minecraft-Anfänge so findet. Findet ihr das gut für den Anfang? Findet ihr das interessant, mal das zu sehen? Ich finde es auf jeden Fall interessant, mal zu sehen, wo ich mich damals bewegt habe, was ich gebaut habe. Hier hinten sieht man auch schön Fackeln. Da habe ich wohl irgendwie mal eine Tour gemacht. Und um zurückzufinden, habe ich das halt markiert mit Fackeln. Das hier sollte, glaube ich, mal ein Beet werden. Das war auch alles Wasser. Ich weiß nicht, wieso es eingefroren ist. Es war auf jeden Fall früher Wasser. Hier unten ist eine Unterwasserhöhle. Also eine Wasserhöhle sozusagen. Weiß ich auch nicht mehr, wofür ich die gemacht habe. Die habe ich auf jeden Fall gemacht und fertig. Das Wasser hier ist noch Wasser. Hier ist meine Baumplantage und darüber ist noch eine Plantage. Wir gucken uns einfach mal mein erstes Haus, was ich überhaupt in Minecraft gebaut habe, an. Das fand ich früher sehr witzig, weil ich dachte, das sieht aus wie so eine Kuh oder so ein Schaf. Irgendwie hat das was von einem Tier. Finde ich sehr witzig. Und ich frage mich gerade, hier war meine Leiter an der Seite. Warum das hier alles immer eineist? Hier war alles immer mit Wasser voll. Können wir mal kurz wieder so herstellen, wie es damals war. Warum eist denn hier mal alles ein? Ist das jetzt ein Eisbiom geworden oder? Ich kann euch auf jeden Fall mal kurz zeigen, wie das damals aussah. Und zwar waren die Eisblöcke, die hier sind, natürlich auch Wasser. Mache ich mal eben. Kann man das irgendwie ausstellen, dass das immer einfriert? Wenn ich das nämlich mal als aktive Welt wieder haben möchte, dann möchte ich ja nicht, dass das alles immer ständig einfriert. Das ist ja kacke. Irgendwie das Eisbiom irgendwie ausmachen oder so. Und dann war hier einfach rundherum und Wasser und da ums Haus Wasser. Und da sind dann auch Oktopussis gespawnt. Das war relativ witzig. Aber betreten wir mein Haus mal. Mein wunderschönes Kuh. Es sieht doch echt aus wie so ein Tier. Das hier ist so der Kopf. Einfach witzig, ey. War mein allererstes Haus, ey. Um das zu betreten, musste man hier reingehen. Und dann konnte man hochgehen. Ich habe nicht wirklich viel gebaut irgendwie, aber irgendwie trotzdem lustig, das zu sehen. Hier habe ich halt Rohstoffe gehabt. Hier ist der erste Ausblick, den man sich so erhaschen kann. Hier sind natürlich Kisten mit Zeugs drin. Ist alles noch da, alles noch da. Hatte ich schon Diamanten? Ja, zwei Diamanten hatte ich sogar glitschern. Geil. Öfen. Sogar noch. Da habe ich noch mit Holz gebrannt. Habe ich keine. Da ist doch Kohle. Mensch, Cody, dumm. Immer mit Holz. So, und hier sind auch Plantagen. Warum habe ich da Blumen angebaut? Dachte ich irgendwie, dass man die vermehren kann oder so? Warum kann ich auf dem Wasser laufen? Oder ist das Eis? Ach, das ist Eis. Das sieht doch aus wie Wasser, oder? Oder bin ich blöd? Ach, es regnet gerade. Deswegen ist da so ein Wasserdings drauf.
Sieht man nicht, weil ich Regen immer ausgestellt habe, aber ich sehe es gerade daran, dass es dunkel ist und ich mache mal eben das Weather. Man muss auch schreiben können. Weather. Clear. Nein. So. Hier sollte es wieder schönes Wetter werden, dann können wir auch sehen, dass das hier Eis ist. Mann. So, jetzt sieht man langsam, es ist Eis. Und hier habe ich ein bisschen. Warum habe ich so viel Abstand gehabt dazwischen? Vor allem zwischen Zuckerrohr braucht man doch keinen Abstand, oder? Oder war das früher so, dass man das musste? Oder hier standen nochmal Bäume. Kann auch sein, dass hier mal Bäume standen. Und da wollte ich noch mehr Etagen drüber bauen. Bin ich aber anscheinend nicht mehr zugekommen. Naja, man kann ja nicht zu allem kommen, ne? Aber interessante Sache, ey. Ich finde das sehr schön, das mal wieder zu sehen. Vielleicht ist es für euch langweilig. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Das war wirklich das allererste, was ich damals gebaut habe und was ich erfahren durfte in Minecraft. Also, coole Sache, was ist das hier? Ah, guck mal, noch eine Höhle, wo ich anscheinend drin war. Cool. Und ich höre Hühner. Hühner? Hallo? Was hast du denn hier unten? Liebes Huhn. Was machst du hier? Guck mal hier. Kommen da ja keine Babys raus. Kann ich irgendwie gerade noch heller stellen? Ne, heller geht leider nicht. Liegt am Shader. Ah, geil, guck mal, was es hier noch für Höhlen gab. Welche Höhlen gab es damals noch? Das sind natürlich noch die originalen Höhlen von der 1.8 Beta. 1.8.1. Cool einfach nur, wie cool. Wir fliegen hier nochmal kurz durch. Ihr schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ich würde sagen, wenn ihr öfter sehen wollt, was ich so damals gemacht habe, eine Folge habt ihr, glaube ich, schon gesehen, dann schreibt es in die Kommentare. Das waren meine Minecraft-Anfänge. Und bis zum nächsten Mal.